Nice. Also mit viel Fantasie und wirklich nah rangehen, würde ich sagen, da steht 1, 2, 3, 7. Gucken wir mal. Also wir haben zwei von den Dingern. Und auf dem einen steht 21 und auf dem anderen steht 73. Gucken wir mal, was wir damit machen können. Ich habe den Raum entschlüsselt Ich habe den Raum aufgemacht für einen Speicherpunkt? Interessant. Eins, zwei, drei, sieben. Nein. Noise. Dead body. Does it mean that thing is here? It can't be. I must hurry. Hero might be in danger. Thank you. Warum will keiner von denen die Computer antatschen? Ich verstehe das nicht. Ich würde die Computer antatschen. Hi. Okay. Ja, aber was soll ich machen? Sie steht genau da.
Sie knockt mich sofort aus. What? I'm confused. Vielleicht soll ich nicht rennen? Nope. Knockt mich direkt aus. Huh. Irgendwas in meiner Tasche, was uns vielleicht helfen könnte. Warum springst du hier nicht drüber? Sobald ich einen Schritt weggehe, bin ich Game Over. Ich kann auf der Stelle stehen bleiben und das ist alles super. Also sobald ich einen Schritt weggehe, bin ich Game Over. Oh shit, ich habe ein neues Spiel gedrückt. Nein! Nein, das ist nicht, was ich tun wollte. Oh mein Gott!
I supposed to do? Wie weit zurück war unser anderer Speicherpunkt? War der weit zurück? Oh mein. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Love! Und deswegen schreibt man alles auf. Okay. Ich musste gucken. Ich musste. Wir sind wieder zurückgekehrt.
Diesmal gehen wir zuerst in diese Richtung. Weil... Oh, wir können nicht. Stopp. Wir haben es gelesen, also müssen wir es auch wieder aufheben. Gucken wir mal, dass wir diesmal etwas anderes machen. Vielleicht war der Fehler, hier rauszugehen. Das war wirklich der Fehler. Okay, wollen wir nach oben oder nach unten gehen? Will ich nach oben oder will ich nach unten? Okay, nach unten bringt nichts. Oh. Ob das wirklich unseres sein könnte? Weil wenn ja, dann ist das hier unten unser Zimmer, also gehen wir erst hier hin. Auch geil, da nicht. Oh. Nicht unser Zimmer, trotzdem unser Zimmer irgendwie. Hero.
Nero! Let me help you get out of this thing. Are you alright? I'm okay. I'm just feeling a little bit dizzy. Can you walk without my help? Yes, I think I can. Hitaki, I'm sorry that I dragged you into this. It's okay. No biggie. You probably would be in a worse situation without my help. Let's just get out of here. Follow me! Oh. What is this? An explosion? I don't know. Let's just leave. Okay. Wenn du das sagst. Ich traue der Tatsache nicht mehr, dass wir eben gerade etwas falsch gemacht haben. Und damit das komplette Spiel ruiniert haben. Also werde ich jetzt einfach immer und immer und immer wieder speichern an jeder Ecke. Hero, run and find a way out. I hold her to give you some time. Hitaki, no you can't. It won't stop chasing us. Just run. I will try to catch up with you later. Okay. Okay. I'm sorry, Hitaki. Wow, wir sind echt einfach abgehauen. What the actual fuck? Well, he dead. He dead. Well, well, well. Und da geht meine Liebesgeschichte dahin. Ich hab gedacht, am Ende fahren wir zusammen den Sonnenuntergang. Oi. Unglaublich. Warum solltest du das Licht ausmachen? Für was genau? Wie ist er noch am Leben? Entschuldigung, was? Hitaki! Hitaki, I thought I'd never see you again. You're bleeding. What happened? I'm fine. There's no need to worry. Let's just get out of this place. Oh my, girl got a gun. Well, well, well. Nein, das ist nicht ihre Stimme. Well, well, well. What we have here? Well, well, well. What have we here? Santa Claus. Oh, I'm really scared. Jedes Mal, wenn dieser Satz kommt, jedes Mal kommt direkt Boogeyman in meinen Kopf. Direkt. Weil das ist der Song von Nightmare Before Christmas von Boogeyman, wenn er den Weihnachtsmann das erste Mal sieht. Dann guckt er ihn an und macht, well, 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 what have we here? Santa Claus, ooh, ooh, I'm really scared. Entschuldigung, mein Gott. Okay, wieder zurück in Horrormodus. Well, 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 what have we here? You! Miss Lucia? Quiet, you both.
Now, come with me, if you don't want to be shunned. Okay. Darf ich zu allem einfach okay sagen? Okay. It won't budge. Ist das wirklich die gleiche Person? Entschuldigung, er hat einen 3-Tage-Bart, oder nicht? Ich meine, Frauen können auch einen Bart haben, meinetwegen. Ich habe nichts dagegen, aber ist das wirklich die gleiche Person? Ich bin so verwirrt. Whatever. What now? Ich bin immer noch traurig darüber, dass sie kein Geräusch von sich gibt. Ich bin mir zu 100% sicher, man hätte irgendein Monstergeräusch finden können, was sie hätte machen können. Irgendeins, irgendein Schrei, irgendein Grrr oder irgendwas. Sie hätte irgendein Geräusch von sich geben können. Irgendetwas. Wisst ihr, was ich meine? Moment, ich muss mir kurz aufschreiben, dass am Donnerstag. Dass am Donnerstag Leute kommen, weil ich hatte ja diesen Wasserschaden im Badezimmer. Und die gucken sich die Wände an, weil ich habe Flecken an der Wand. Und damit es nicht schimmelt oder sonst irgendwas in der Richtung, muss ich die Firma das jetzt angucken. Und der hat mir gerade bestätigt, dass sie am Donnerstag kommen. Somit. Zurück zum Spiel! Also, warum macht sie nicht... Ich verstehe das nicht. Egal. As the light suddenly turned off, the door behind you opens and you manage to pass through unharmed. Noise. I'm alive. Ich bin mir immer noch sicher, dass es ein Typ ist. Oder? Ich bin mir sicher, dass es ein anderer Charakter und ein Typ ist. Richtig? Was gebe ich ihm? I'm alive. What the hell was that girl? Well. Oh nein, das schaffe ich nicht auf lange Zeit. Obwohl. Well, I guess that's there no point in keep standing here, talking to myself. I should look for a way out. Das ist so hart zu tun. Aber ich kann's machen und ich bin leicht stolz drauf. Weird, ne? Was die menschliche Stimme so alles hinkriegt. Schon krass, dass die menschliche Stimme so alles hinbekommen kann. Nice. Können wir einfach verschwinden mit der armen Socke hier? Ja, es ist ein anderer. Das ist definitiv ein anderer. Okay. Das beruhigt mich. Ich habe schon gedacht, ich habe Halluzinationen, ey. I'm the first one.
The others might still be alive, but I'm cornered. I know I will be dead soon. She's chasing after me. If I get killed, get the number and look at the others. He betrayed us. Look at the numbers? What numbers? The third. Blauhaarig. T-pose. The third. Awesome. Dafür macht man sich Notizen. Könnte es sein, dass er uns hintergehen wird? Hi. Hey. Hey, it's you again. Ich kann mich nicht mehr an die Stimme erinnern. Aber ich glaube, es war eine Frau. Ich glaube, wir haben am Ende rausbekommen, dass es eine Frau ist. I'm surprised to see you still alive. Yeah, I'm quite surprised too. This guy behind you, otherwise, didn't share the same luck. He was already dead when I got here. Hey, I think we were not probably introduced to each other. I'm Dr. Mikami. I apologize for not telling you before. I was quite in a hurry. I'm Kurama. Maybe we should cooperate. To keep out of this place. You're right, but I still have something to do here. Anyway, I will help you the way I can. I found this key in a room. I hope it can be useful to you. Bye. The second. Rote Haare. Sitzend. The second. He's after us. Two are already dead. I'm almost sure I will be next. He wants to erase all of the evidence of the Eno project. I knew it was a bad idea to work on this
Now I'm going to die. If anyone finds this, please open the box and get the key. This key will give you access to the files about the Enum project. Use it to shut it down. It's a small box with three different locks. There are three locks left to unlock. Sure. Okay, uns fehlt noch ein goldener Schlüssel. Hier ist eine 4. War in dem anderen Raum auch eine 4? Eine Zahl? Hab ich die Zahl übersehen? Gimme a smackend. Oh my, hier ist eine 8. Oh shit, Nuts. Okay. Hey Barbecue, hey Bane. Ich habe mich immer noch dran gewöhnt. Hey Bane, willkommen zum Stream. Ich wollte zumindest ein Hallo da lassen, bin aber direkt wieder weg. Okidoke, danke, dass du Hallo gesagt hast. Mach dir keinen Stress. Okay, gut, dass wir nochmal zurückgelaufen sind. Mein Gott, wäre ich aufgeschmissen gewesen. Stellt euch das mal vor. Ist ja so kack gelaufen. Was für einen Schlüssel haben wir bekommen? Okay. Das ist nicht der rote Schlüssel, so viel ist da. Sehr gut. Dann pass gut auf, dass du sicher nach Hause kommst, ne? Ne? Ne. Das ist so groovy Musik. Gut, dass wir das aufgeschlossen haben. Gut, dass wir das aufgeschlossen haben. Zurück zur Groovy-Musik. Uns fehlt nur eine Zahl, von daher. Wir können einfach alle 9 Zahlen durchgehen. Ich finde, das ist logisch. Thank you.
auch nicht. Vielleicht ist Null auch die letzte. Wir brauchen eine andere erste. Das könnte auch sein. Weil der sitzende Rothaarige war der zweite und das ist vier. Und der blauhaarige T-Pose war der dritte und das ist acht. Das heißt, vielleicht fehlt uns auch die erste Zahl. Und Null ist die letzte. Let's see. Okay. Null can open. Moment. Null can open that box in the second floor. Fuck me. Aber ich konnte doch gar nichts machen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte gar nichts. What? 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 6840, aber das ist das, was ich hatte. Aber aber what? Es war aber 6840. What the hell? Es war 6840. What?
Aber... Es ist 6480. Oh, I'm dummy. I'm a dummy. Bye, Beach. Oh my. Hi. The survivor. Don't talk. Let me. No. I don't have much time left. You're not with Mikami, are you? You mean the doctor? No. He's not here. There's something I've got to tell you about him. About a thing he made, Ino. He is involved in all of the mess that happened here. It's also my fault too. I didn't thought it would turn that way. I used to work with him in this project, the Ino project. She is not the original. She was created to perfect the serum. Now he's erasing all evidence, all the loose ends. He shot me and left me for dead. He betrayed me. Take my handgun and use it to stop him. Ah! Pew, 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 pew. Okay. You don't have much time left. Please go. Good luck. So, where's my gun? What? Ich war doch gerade im Roadraum drin. Fuck! Okay, whatever. Oh, doctor!
Andere Richtung ist wohl angesagt, ja? Okay. Wo ist meine Lala hin? Wir hatten eben gerade so groovige Lala. Yes, ist zurück. Didi. Nicht mehr hier. Wo soll ich hin? Oh, du bist auch noch am Stream? Also dann wünsche ich einen schönen guten Abend. Hi! Servus! Yay! Yay! Kann ich das schieben? Nee. Where the fuck am I supposed to go? Hast du einen Schlüssel? Du hast keinen Schlüssel. Ist hier noch was drin? Nein. Einen Schlüssel. Ich hatte die Waffe nicht! Na gut, dass wir sie nicht mitgenommen. Gut, dass wir niemanden getroffen haben. Das wäre nämlich ein Fehler gewesen, das wäre mir nicht aufgefallen. Okay. There's only two shots left. I can't kill that thing with just two shots. But it should give me some time. I will use it to leave this place. I still can. I failed. But I'm taking you with me. Wowies. Wowies. I'm sorry, I... No, it's not my fault. Ino? Ich weiß nicht, wer da redet. Oh, das ist ein Mäuschen, ne? Okay. Too bad. Er hat's nicht geschafft.
Nein. In welcher Dämonenwelt sind wir jetzt angekommen? Do I wanna know? Ah, nope. Das Spiel heißt Ino. Ino. I-N-O. Warte, warte. Da. Ino. Yes! Ha ha ha! I did it! So different after all, are we? What do you mean? You will end like me. Oh no. Yay! Dankeschön, Dankeschön. It's not my fault. It wasn't me. Speichern! Hell to the yes! We did it! Man muss einmal rum laufen. Okay. Gut, dass wir es wissen. Shiny! Oh my. Oh Gott, ist das unser Kumpel? Das ist unser Kumpel? Er öffnet seine Augen. Hä?
Oh! Blut für die Tür. Gotcha. Doch nicht Blut für die, doch nicht Blut von denen, anscheinend Blut von uns. Von dem anderen uns, das in dem anderen Raum ist. Okay. Oh, wir wollen das Seil durchschneiden. Oh mein Gott, ich war sehr viel schlimmer als das Spiel. Okay. Ich wollte Stabby Stabby machen. Das war nicht das, was das Spiel wollte. Oh. I'm deeply sorry for what happened to Kaede. I know that you have feelings for her, and this is something I can change. Huh. Schade. Ich habe gedacht, wir holen ihn vielleicht da raus, aber anscheinend nicht. Well, dann halt nicht. Kapitel 5, meine Kinder. You
You feel your body getting heavier as you dive deeper into the emotional abyss. Ich kann nicht mehr rennen. Sad. You feel yourself fading as your will to go on slowly ceases? Ceases. Yeah. War richtig. There's a hole in the ground. Shall I go down the hole? Yeah. Hi. You should leave this place now. You do not belong here. You're only as worth as your decisions are. And by choosing to move on to face reality, you strengthen yourself. As your consciousness fades further, your body is barely able to keep moving. Come on, come on, come on, come on, come on. Look at me, my body, my eye. This is what you've done to me. But if I allow myself to get guided only by my hatred, then I'm no better than you. Let go of the past, move on. Your strength is almost entirely depleted. Your physical form is almost gone. Habe ich gerade eine Wahl? Mit ihr zu reden oder zum Glitzer-Glitzer zu gehen? Ist das eine Wahl? Oh, und es geht Glitzer, Glitzer. There's something on the ground. Should I take it? Broken pendant. This pendant. My head. I'm starting to remember now. So, why did you call me Hitaki? Is it something urgent? Not really, but it's kind of important, at least for me. I have something for you, hero. It's a pendant.
I know it's not much, but I wanted to keep it. I want you to keep it. It's a gift. Thanks, Hitaki. It's such a nice pendant. I must be a really good friend to you, huh? Wow, friend zoned. Yes. Yes, you are. Now I remember. It's that same day was when I... when it happened. What just happened to me? Hello? Is anyone there? Warum sind wir plötzlich schwarzhaarig und nicht mehr rothaarig? It looks like I'm trapped. But how did I get here? Maybe that girl. What was her name again? Eno? Could it be? That shadowy figure. I'm pretty sure it brought Kaede here. I must be careful. That guy was holding a knife. Oh. I know what Hitaki feels for me, and I feel deeply sorry for not feeling the same way for him. Oh no! Warum haben wir uns dafür entschieden, das zu lesen? I wish I could fake this, so he could feel nice, but I really can't. I'm afraid to tell him. He's by far my best friend. I can't afford to hurt his feelings. You don't need to tell me, Kaede. I knew it all the time. Aww, I'm not angry or anything. I understand you. I can't force someone to like me. The only thing I want right now is to see you well. Oh, meine schöne Liebesgeschichte. Voll am Arsch. Eno, it was really you. I didn't want to believe that someone as worth it as you could set this all up. You can talk all you want. It won't work. You won't piss me off. I've tolerated years of abuse from you. You always treated me like garbage. I'm even surprised you know my name. But this doesn't matter now. It will all end soon. She did. Kaede! Kaede, please answer me. Eno! What are you doing in this place? What about the shadowy figure that... Wait. No. It can't be. It looks like you figured it out, huh? So it was really you. I'm really sorry, Hitaki. That's not how I wanted things to go, especially for you. But what is done is done. Now it's your turn to join Kaede. It's over for you, Eno. Leave now, and I won't hurt you. I need to take care of Kaede. She needs medical attention. I won't let you help her. What happened? The lights. What is this? No, don't!
What have you done? Hitaki, why have you... Now I remember everything. My name is Ino Kaede. What? Someone tried to kill me, but... Hitaki, he saved me. He gave his own life so I could live. Hitaki, you've done this for me. I owe my life to you. But I'll never be able to repay my debt with you now. I will find strength for you. It is what you wanted, right? Thank you. What? Was ist, wenn wir das Messer nicht nehmen? Was passiert dann? Sind wir dann einfach tot oder können wir irgendwas anderes machen? Hitaki, why didn't you just leave her? Now you're... I'm starting to remember, but... Something is not right. Something is telling me that my name is... Ino? It can't be. No, my name is... Kaede? No. I'm really Ino. So this means that Kaede is... Yes, Kaede is... Hello, Ino. The doctor said you're already okay. We can leave this place right now. Yes, Miss Lucia. Oh. Okay, dann fängt's quasi von vorne an. Okay. Oh, well. Okay. Das war ein interessantes kleines Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war sehr vieles, wo ich wirklich lachen musste, weil das so absoluter Standard war, dass ich wirklich rumgewitzelt habe, was sie sagen würden, weil ich das absolute Klischee quasi mir überlegt habe und dann gesagt habe, dass sie das und das sagen würden. Und genau das und das haben sie dann gesagt. Das war echt witzig. Ansonsten, die Steuerung war okay.
Ich hatte keine großen Probleme auf irgendeine Art und Weise. Die Story war ein bisschen freaky, muss ich ganz ehrlich sagen. Die war minimalistisch komisch. Mir ist übrigens wieder eingefallen, wie das andere Spiel heißt. Und zwar heißt das andere Spiel Mad Father. Und Mad Father haben wir zusammen gespielt. Allerdings nicht auf Twitch, das habe ich damals aufgenommen für den YouTube-Kanal. Das heißt, auf YouTube kann man sich Mad Father angucken. Und daran musste ich denken, als ich das Spiel gesehen habe. Und ich habe gedacht, dass es vielleicht ein bisschen wird wie das. Weil Mad Father war echt cool. Vielleicht bin ich mit zu hohen Erwartungen reingegangen, das könnte auch sein. Es ist ein süßes Spiel, versteht mich nicht falsch. Ich kritisiere auf höherem Niveau quasi. Ich gehe mal stark davon aus, dass es selbstgemacht ist, dass es ein Indie-Game ist sozusagen. Und es gibt auch diesen RPG-Maker. Ich gehe mal davon aus, dass es in diesen RPG-Maker gemacht worden ist. Und dafür war es cool, definitiv. Ich hätte mir hier und da vielleicht doch ein, zwei mehr Erklärungen gewünscht, was ich so zu tun habe. Ansonsten haben wir es ganz schön durchgerockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin schon minimalistisch stolz auf mich, dass ich absolut jedes Rätsel innerhalb von 2 Sekunden gelöst habe. Das war cool. Ich weiß nicht, ob sie es einfach zu einfach gemacht haben oder ob ich einfach nur wundervoll bin. Who knows? Ich möchte das zweite glauben, somit. Das war ein cooles Spiel, ganz ehrlich. Und aus der Tatsache heraus, weil ich heute nicht zu 100% sicher war, was wir spielen sollen, ich aber mal so langsam meine Steam-Liste abgehen möchte, an den ganzen Spielen, die ich noch habe und die ich noch nicht gespielt habe, finde ich, war eh nur eine coole Entscheidung. Finde ich wirklich. Ich finde wirklich, Ino war eine coole Entscheidung. Das war echt ein cooles Spiel. Es war witzig. Es war nicht wirklich ein Horrorspiel. Vielleicht liegt es auch einfach an der Tatsache, weil ich zu viel Horror mittlerweile gespielt und gesehen habe. Das kann sein, dass ich einfach ein bisschen abgehärteter bin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand nicht, dass es ein Horrorspiel ist, auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht, wenn ich ein bisschen jünger wäre und keine Horrorspiele an sich spielen würde und keine Ahnung was alles. Vielleicht würde es mich da ein bisschen mehr erschrecken. Auch die Bilder und keine Ahnung was alles. Aber ich denke, das ist mehr so Horror, so PT-13 quasi. Horrormäßig. Ansonsten, was habe ich noch zu sagen? Die Zeichnungen waren cool. Ich bin mir sehr sicher, das wurde selber gezeichnet und das ist cool. Das ist super cool. Ich mag das. Ich mag es, wenn jemand zeichnen kann. Ich bin so eifersüchtig drauf. Ich möchte auch zeichnen können. Vielleicht irgendwann mal. Ich bin im Moment am Üben. Ich habe mir so ein Buch gekauft. Die heißt irgendwie Einfach zeichnen oder sowas heißt das Buch. Und ich versuche im Moment zeichnen zu lernen. Mal gucken. Vielleicht kriege ich es ja hin. Wer weiß. Tja, das war cool. Das war definitiv cool. Ich bin nicht enttäuscht. Ich finde es war cooler. Ich finde es war echt ein cooles Spiel. Yay! Yeah.